Und dann ist da noch Sylvie Mais, die ja die aktuelle Staffel von Love Island moderiert. Ich habe das ja kürzlich schon mal zum Thema gemacht. Eignet sich Sylvie Mais als gute Moderatorin? Ist ja eine durchaus entscheidende Frage. Und ich würde eher sagen, nein. Und dies wurde vor kurzem auch besonders deutlich. Love Island wird ja live übertragen. Diese Entscheidung mit diesen Leuten, die da teilnehmen, das ist ja eine Live-Übertragung. Das heißt, Sylvie Mais hat keine Chance auf einen zweiten Versuch. Und offenbar in Kenntnis dessen, und weil sie sich schon gedacht haben, die Sylvie Mais kriegt das bestimmt nicht alleine hin, ist es so, dass irgendjemand aus der Regie ihr genau das vorsagt und vorplappert, was sie dann schließlich in der Moderation zu sagen hat. Dumm nur, dass wir einmal als Zuschauer das alles mithören konnten. Vorhang auf also für Aufziehpuppe Sylvie Mais. Hallo, liebe Islander. Ihr wisst ja, warum ich hier bin. Das sind schon sehr heftige Tage für euch. Das Wiedersehen nach der Trennung, die Paarungszeremonie, der plötzliche Abschied dann wieder von Lucy, Jan und Daryl. Und dann als Krönung fliegen jetzt noch zwei von euch heute Abend raus aus die Villa. Ach, gerade zusammengekommen und dann kann alles schon wieder vorbei sein. Ich hab's euch gesagt bei der Paarungszeremonie. Die Zuschauer beobachten alles. Und wir haben die Zuschauer gefragt. Für welches Couple ist heute Abend Schluss? Die Mediatheke, jeden Samstag neu auf Massengeschmack TV und es gibt dort noch viele weitere Beiträge, die gar nicht auf YouTube erscheinen. Also es lohnt sich, ein Abo bei uns abzuschließen. Jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.